Du hast da gerade irgendwelche komischen quietschenden Hintergrundgeräusche bei dir. Ups, das war mein Stuhl. Quietschestuhl. Ja, der quietscht immer, wenn ich mich vor- und zurücklehne. Dann hör auf, dich vor und zurück zu lehnen. Das geht ganz schwer. Ich sitze nämlich gerade da mit meinen Beinen auf dem Tisch und mit dem Laptop auf meinem Schoß in einer halb sitzliegenden Position, in einer Schräglage irgendwo zwischen gekippt und nicht gekippt sein des Stuhls. Tolle Beschreibung. Yep. Auf nach Terokar. Oh leck, die Hala werden angegriffen. Sollte nicht irgendwann mal dieser tolle Spektralwolf als Mount rauskommen? Welchen Spektralwolf meinst du jetzt genau? Ja, keine Ahnung, diesen tollen, großen, lila leuchtenden Wolf. Nicht, dass ich's wüsste. Oder Panther, irgendwie sowas, keine Ahnung. Da kam mal ein Entwurf für einen Mount und dann haben sie gemeint, ja, das wird vielleicht ein neues, das man sich kaufen kann. Aber irgendwie ist das untergegangen, kann das sein? Das kann sein, ja. Die auch hindun. In Trainer sieht die aber auch noch ein bisschen besser aus. Definitiv. Ja, was da los? Schon 9 Minuten in der Warteschleife. Ja, dafür sind hier drei Innis mehr drin als in Draenor. In Draenor hat man genau eine Inni, die ganze Auchendun. Ja, wobei ich, ja, die finde ich aber ziemlich gut gemacht. Jo. Hier hat man dafür vier Innis. Mana-Gruft, Auchenei-Krypta, Setekallen und Schattenlabyrinth. Drei von den vier sollten wir, glaube ich, auch sehen während dem LP. Ins Schattenlabyrinth. Was ist mit dem Schattenlabyrinth? Das kam jetzt abgehakt. Im Schattenlabyrinth bin ich noch nie drin gewesen. Ernsthaft? Ja. Sollten wir direkt was nachholen. Hast du nur die schwerste HC-Ini aller Zeiten verpasst? Neben der Akatras. Ja, Akatras kenne ich. Aber die Akatras ist ganz woanders. Die ist hier oben. Ja, in Nethersturm, ne? Jupp. Da ist ja die Random Dungeon Gruppe. Jawollo! Oh, da fällt mir ein, ich müsste langsam mal die Beutel hier aufmachen, die ich aus den letzten zwei Innis bekommen habe. Die habe ich noch ganz vergessen im Inventar rumliegen. Jetzt gibt's Shelly viel, Mann. Ja, und dazwischen fliege ich nach Shattrath. Ah ja, das gute alte Shattrath. Damals die belebteste Stadt, die es gab. Und Tiefensumpf oder Sklavenunterkünfte. Du Sklavenunterkünfte. kannst deine Quest fertig machen. Es gibt Hummer. Der ist viel besser als Pilzsuppe. Ja, Pilzsuppe gab's in der letzten Inni. Echt? Ja, Tiefensumpf, da gab's auch Pilze. Ah. Ja. Ich muss heute noch ein Loch buddeln. Damit du die einsetzen kannst, oder was? Nö.
Wobei wäre auch ganz praktisch, müsste ich morgen hier in die Arbeit. Grab ein Loch und hock die eine und bist gut aufgekommen. Noch besser, grab Loch und schüttel Steine. Stein. Steine schütteln. Dann hast du wenigstens eine Beschäftigung. Das sag ich nichts mehr meinem Bruder, wenn er mir auf die Nerven geht. Grab ein Loch und schüttel Steine. Ich habe letztens jemanden den Lachflash auf Doom verpasst. Der hat Auf Doom gleich. dreiviertel Stunde bloß noch gelacht. Bloß noch gelacht und hat halt einfach keine Luft mehr gekriegt. Der wäre fast gefreckt an dem Lachanfall. So eine Macht habe ich inne. Ja, merkt man es mal wieder. Nicht mit dem Chrissy anlegen, sonst verpasst er dir den Lachflash auf Doom und du erstickst. Wenn er das sich beruhigt hat, dann habe ich ihn bloß angeguckt und er hat wieder angefangen. Ich bin der Ninja-Hexenmeister. Es wird die neue Klasse. Eine Kombination aus Schurke und Hexenmeister. Oh yes. Ich frage mich nur, wie das zusammenpasst. Das eine ist ein Melee, das andere ein Range. Da geht er down. Droppt irgendwie fast nur Kettenzeug. Ja, ich habe schon 100%, ich habe 100% EP. Ist der gleich Level Up. Ja, da GZ. kommt auch schon der Level Up. Was hat denn eigentlich erbarmungslose Entschlossenheit für einen visuellen Effekt? Sieht das schwul aus. Ich spiele das sowieso mit Glyphe auf meinem Hexer, dass der Skill passiv wird und 10% die ganze Zeit 10% weniger Schaden kriegst. Aha. Ich finde die Glyphe ist ziemlich praktisch. In Campen, wo man keinen dickeren CD braucht, und einfach die ganze Zeit 10% weniger Schaden kriegt. Super. Ist nett. Das hat was. Den Fall überlebt man auch, wenn unten nichts, also wenn unten kein Wasser wäre oder wenn man Wasserwandeln hat. Ui, ich habe den Fallschirm vergessen. Und vergiss jetzt nachher beim Boss nicht zu looten. Ja, ich denke schon die ganze Zeit dran. Hummer looten, Hummer looten, Hummer looten, Hummer looten.
Om nom nom. Ich wollte immer noch meine Beutel aufmachen, ne? Habe ich gerade Halskette, vorhin. Halskette. Gay, gay. Brauchst du das die Zeuge überhaupt irgendwas? Gürtel und Schuhe. Und Handschuhe. Und Armschienen. Und Armschiene. Den ganzen Rest brauche ich nicht wirklich, weil Schmuckstücke können da eh keine drin sein. Mein Chaosbold in dein Gesicht. Und ich habe Sicht vergessen. Die Technik, Thaddäus. Ja, die Technik. Die Technik, die Technik. Technik, 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 Technik. Drehen um Stock, dreimal nach rechts gucken. Und jetzt geht's los, der Beckenstoß. Hui! Hui! Und immer schön wieder auf den rechten Fuß landen, nicht vergessen. Und irgendwie geht's dann weiter. Dann machst du dies und das und dies und das und dies und das und dann. Guck mal, das ist ja eine Giraffe. So geil, da habe ich als Kind damals die Kassette dazu gehabt und dann meinte so der Sprecher so, irgendjemand sollte mit Patrick mal in den Zirkus gehen. Das ist ja eine Giraffe. Weil er seine Hose zerrissen hat. Ich glaube, diese Folge wird SpongeBob gewidmet. Hallo? Allein wegen SpongeBob wissen Kinder in der 5. Klasse vor, bevor sie jemals Biounterricht hatten, was Photosynthese ist. Ja. Das ist deutsches Bildungsfernsehen. Schlecht, schlimm, oder, ne? Ödus, was für ein toller Name für einen Paladin. Der ist total öde. Drum hört mir zu, dann lernt ihr was. Quietschestuhl. Ja, mein Stuhl hat auch dazu was zu sagen. Ein ganz harter Stuhl. Das ist er allerdings.
Oh, da bin ich gestorben. Ja, das kommt Uiuiuiui. davor, wenn man sich den Buff nicht holt. Aber gerade vorhin habe ich mir den Buff auch nicht geholt. Ja, der Buff gibt halt 110 Naturwiderstand und damit überlebt man den Scheiß locker. Ja, gerade eben habe ich ihn auch nicht gebraucht. Eben hat er dich auch nicht angespuckt. Ja, und wer ist schuld, der Tank? Nee, der dreht sich immer in irgendeine Richtung und spuckt dann Ich irgendwie an. weiß. Ich weiß, dass der Random Agro hat. Also dann gib deine Quest ab. Handschuhe. Ausdauer, Crit, Tempo. Da fehlt mir die Stärke drauf. Außerdem habe ich eh bessere. Ah, mein Hintern tut weh. So. Raus hier. Sitzen zwei harte Würste auf der Mauer und rauchen einen Joint, kommt der Dünnpfiff. Darf ich auch mal zirgen, sagen die Harten. Na, das ist bloß was für heute. Du hast jetzt den Asgrom. Der ist mir gerade in den Sinn gekommen. Wie du gemeint hast, mein Stuhl ist ein ganz harter. Den hat einmal der Hütteltobi verzeiht. Oh mein Gott. Ist nur was für heute. Das Niveau geht in den Keller. Captain Daddy war ein Crew, wir sinken. Mit ein bisschen Glück kommen wir in die Mana-Gruft. Mal schauen. Das ist auch bloß was für heute. Zu die Gruft, die ist in der Mana-Gruft. Dann gucken wir doch mal, wo wir reinkommen hier. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird's Tiefensumpf. In Bradleys Würstchenhäusle kommen wir jetzt. Nee, es ist die Mana-Gruft. Geiler Scheiß. Chichi! Das wird mindestens euer Level up. Das sowieso. Ein Dudu-Heiler, sehr schön. Jetzt müssen die Viecher mal aufhören, mich zu betäuben, dann wäre es super. Hört ihr auf, mich zu betatschen? Töten, töten und looten. Looten nicht vergessen. Ja. Brauchst mir nicht sagen. Looten! Ich frag mich gerade, wieso ich bin gerade irgendwie total stoned. Ich habe halt immer ein und den gleichen Mob anvisiert und drück die ganze Zeit Feuerbrand, Feuerbrand, Feuerbrand. Ja, jetzt drücke ich nur noch Schattenbrand.